Einen wunderschönen guten Morgen zur Social Media A-Vorlesung. Heute unser 9. Termin am Donnerstag um 9.45 Uhr, wie gewohnt. Nachdem wir uns in den letzten 3 Einheiten mit dem Thema Advertising, AIDA, Online Marketing, Funnel beschäftigt haben, schauen wir uns heute ein, meiner Ansicht nach, sehr, sehr relevantes, vor allem für Sie sehr, sehr relevantes Netzwerk genauer an, nämlich LinkedIn. Zum weiteren Programm des Semesters, ich freue mich sehr, ich habe es bereits letzte Woche angekündigt, Sie kriegen auch noch eine E-Mail. Nächsten Donnerstag um 9.45 Uhr haben wir unseren ersten Gastvortragenden, Thomann Geiswinkler. Er arbeitet bei LinkedIn, ist dort zuständig für Employer Branding in Österreich, also für den Recruiting-Bereich, wird einen Vortrag halten über Storytelling im Business, Social Media, Digital Branding und wird in diesem Vortrag sehr viele dieser Aspekte, die wir bereits in der Vorlesung behandelt haben, zusammenbringen. Ich freue mich sehr drauf. Sie werden dann natürlich auch die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen. Und da LinkedIn dabei natürlich eine Rolle spielen wird, heute eine grundlegende Einführung in die Plattform. Ich möchte in dieser Vorlesung Ihnen auch etwas konkret mitgeben, sozusagen. Sie befinden sich an einem Punkt Ihres Lebens, wo Sie bereits entweder arbeiten, Vollzeit oder nebenbei. Und auf jeden Fall in Kürze werden Sie Ihr Studium beenden und Vollzeit ins Berufsleben eintreten. Wir erleben momentan eine Zeit, in der ausgelöst durch die Corona-Pandemie digitales Arbeiten oder überhaupt digitale Kommunikation in vielen Bereichen unersetzlich wird. Homeoffice, das in Österreich ja nicht so einen besonders guten Ruf hatte, ist mittlerweile zwangsweise sehr stark etabliert. Viele Schulen mussten auf Online-Betrieb umstellen, die Universitäten ja ganz genauso. Und im Zuge dessen, man könnte sagen, LinkedIn hat in den letzten 2, 2,5 Jahren, so seit Beginn 2019, im deutschen Sprachraum, im Dachraum Deutschland, Österreich und der Schweiz einen ziemlichen Höhenflug hingelegt. Und die jetzige Entwicklung, diese starke digitale Kollaboration, bestärkt LinkedIn, wenn Sie so wollen, in dieser Hinsicht nochmal. Denn eine Sache, die man leicht übersieht, vollkommen egal, in welchem Bereich Sie arbeiten, vollkommen egal, was Sie tun, wenn Sie, oder sagen wir mal so, wenn Sie mit anderen Menschen in Kontakt sind, dann steigt die Wahrscheinlichkeit ganz enorm mittlerweile, da gibt es auch sehr viele Untersuchungen dazu, dass Ihr Gesprächspartner, Ihr Meetingpartner sich vorab über Sie informieren wird. Und da gibt es im Wesentlichen 2 Fälle. Entweder Sie betreiben selber eine Homepage, einen Blog seit einiger Zeit, oder Sie haben bei einem Unternehmen oder bei einer Domain, bei einer sehr starken Domain, eine eigene Profilseite, beispielsweise Universität Wien, wenn man dort Student ist oder eben auch Lektor, hat man die Möglichkeit, sich eine Homepage einzurichten. Uni-Seite ist natürlich sehr, sehr stark gerankt. Eigene Webseite betreibt nicht jeder. Wenn keines von beiden der Fall ist, dann haben Sie über LinkedIn die Möglichkeit, wenn Sie Ihr Profil entsprechend gestalten, mit Ihrem Namen auf Stelle 1 auch auf Google aufzutauchen. Das ist eine Sache, die oft übersehen wird und die ich für enorm wichtig halte, weil LinkedIn, wenn Sie so wollen, sich zur digitalen Standard-Visitenkarte entwickelt hat. Die Niederlande sind eines der am stärksten digitalisierten Länder in Europa. Die haben geografisch gegenüber Westösterreich natürlich auch gewisse Vorteile. Die Niederlande sind sehr flach. Es war dort vergleichsweise einfach, schnelle Leitungen zu verlegen, auch schnellen Mobilfunk. Sehr, sehr digitales Land. Da gab es vor nicht ganz einem Jahr eine interessante Umfrage unter in dem Fall Vertriebsmitarbeitern. Die war recht groß angelegt, 5000 Befragte. Und 94% haben gesagt, vor dem ersten Treffen, egal ob das online stattfindet, über ein Zoom-Meeting oder eben face-to-face, informieren Sie sich über Ihren Gesprächspartner. Und Sie wissen natürlich, wir denken Sie auch an die Einheit über Storytelling, der erste Eindruck, den wir von jemandem haben, der ist ganz, ganz entscheidend. Der spielt eine wichtige Rolle für den weiteren Verlauf des Gesprächs. Dieser Begriff, man fasst das schon länger zusammen unter dem Begriff Digital Reputation Management. Es gibt es im negativen Bereich, stellen Sie sich vor, es gibt sehr negative Presse über Sie, jemand googelt Ihren Namen und da stehen gleich eine Menge unvorteilhafte Artikel, möchte man natürlich nicht haben. Könnte man sagen, da ist es besser, es taucht nichts auf, aber im Idealfall habe ich da natürlich Informationen über mich stehen, die ich selber steuern kann. Das ist ein ganz pragmatischer Grund, warum meiner Meinung nach eigentlich
niemand auf ein LinkedIn-Profil verzichten kann. Die zweite Sache ist, dass die Art und Weise, wie der LinkedIn-Algorithmus funktioniert, würde ich fast bezeichnen als Second Generation Social Media. Sie wissen ja, wir haben das auch besprochen, ein ganz wesentlicher oder ganz essentieller Bestandteil von Social Media Plattformen ist das Filtern von Informationen. Ich erinnere Sie nochmal dran, wir neigen durchaus dazu, mehr abzuweisen, als wir schlucken können, oder anders gesagt, sehr viele Infos, Influencer und so weiter zu abonnieren, und dann sieht man eben im Newsfeed nicht die vollständige Auswahl, sondern eine Selektion jener Inhalte, die der Algorithmus für relevant erachtet. Man könnte durchaus sagen, dass diese Methodologie, Inhalte zu sortieren, zu filtern, zu clustern, zu einem hohen Grad eine Erfindung von Facebook war und, wie Sie es auch gehört haben in der Vorlesung, der grundlegende Mechanismus, den die Plattformen hier auswerten, sind ihre eigenen Aktivitäten. Also sprich, man zeigt ihnen ein Status-Update und der Algorithmus misst dann, klicken sie auf Gefällt mir, schreiben sie einen Kommentar, teilen sie diesen Beitrag, klicken sie auf den Link und so weiter. Und aus ihrem Verhalten bastelt dieser Algorithmus dann eine Art Interessensprofil, und aufgrund dieses Interessensprofils trifft er, wenn Sie so wollen, Vorhersagen für die Zukunft, welche Inhalte Sie möglichst interessieren könnten. Aus der Sicht des Nutzers ist natürlich klar, eine Social-Media-Plattform ist umso interessanter für mich, je relevanter die Inhalte sind. Aus der Sicht der Plattform gilt umgekehrt genau das Gleiche. Wenn der Nutzer oder die Nutzerin relevante Inhalte zu Gesicht bekommt, dann erhöht das natürlich die Aufenthaltsdauer auf der Plattform. Was wiederum, ich erinnere Sie an die Einheiten über Werbung, was natürlich wiederum zu wesentlich besseren Monetarisierungsmöglichkeiten führt. Warum Second Generation Social Media? Im Gegensatz zu Facebook, deren Algorithmus sehr, sehr stark auf den Social Actions basiert, berücksichtigt LinkedIn auch sehr viele semantische Faktoren. Die Plattform selber kommt ja ursprünglich rein aus dem Recruiting-Bereich, werden Sie auch gleich noch hören, und hat sich, wenn Sie so wollen, nach und nach dann zu einer Social Media Plattform entwickelt. Warum ist das für Sie relevant? Ganz simpel, stellen Sie sich vor, Sie bewerben sich bei irgendeinem Unternehmen, da sind wir genau in der Situation, jemand schaut nach, die Chance ist enorm hoch, dass die jeweilige Personalchefin oder der Personalchef ihren Namen auf Google eingeben wird oder, wenn er selber auf LinkedIn unterwegs ist, auch dort mal nachsieht. Und wie gesagt, Bewerbungsunterlagen sind eine Sache, das Bild, das man auf jemanden online findet, ist eine zweite Sache. Diese beiden Dinge sollten, sage ich mal, möglichst homogen sein und von Ihnen auch als wirklich Bestandteil des persönlichen Brands verstanden werden. Als ich begonnen habe, Social Media Workshops zu halten, als Facebook ein Thema wurde für Unternehmen, als Facebook Company Pages gelauncht wurden, da spielte das Thema Reputation Management schon insofern eine Rolle, als es sehr viele Befürchtungen gab. Im Internet bleibt jedes Foto stehen. Und das kann furchtbare Konsequenzen haben, wenn ich mich später irgendwo bewirb und dann gibt es dieses klassische Foto, das unvorteilhafte Bild mit der Bierflasche irgendwo in der Hand. Ich hatte vor einigen Jahren ein sehr interessantes Gespräch mit einem Professor von Caltech, der hier bei einer Konferenz war. Und Sie wissen ja, in den USA die Bewerbung an den populären oder an den sehr Universitäten mit einem sehr guten Ruf ist ein ziemlich aufwendiger Prozess, da gibt es eigene Recruiting-Abteilungen und da bewerben sich die Studenten sozusagen. Und was der erzählt hat, das fand ich insofern spannend, dass er eben gemeint hat, er war in dem Fall für den Bereich Physik zuständig, er sieht dieses zitierte Bierflaschenfoto nicht als Problem an, ich meine, das wird keinen Recruiter großartig stören, aber was ihn sehr skeptisch macht, beziehungsweise was ein Minuspunkt ist für den Kandidaten, wenn er gar nichts zu der Person findet. Sein Tipp damals war, wenn Sie sich in einer Universität bewerben und Sie verwenden Facebook, dann stellen Sie Ihren Account öffentlich, weil eben nicht so, dass nur die Freunde die Status-Updates sehen, und nutzen Sie diese Social-Media-Plattformen, um zu demonstrieren, dass Sie am Thema interessiert sind. Im konkreten Beispiel hat er gemeint, das wäre eine gute Idee, wenn ich mich jetzt beispielsweise für ein Physikstudium bewerbe, dass ich zumindest in den 6 bis 12 Monaten vorher ab und an einen einschlägigen Fachartikel öffentlich teile oder kommentiere, eben in dem Bewusstsein, dass der Recruiter mich dann googeln wird, recherchieren wird über mich, und das eine sehr, sehr starke Möglichkeit ist, das Bild, das er von mir hat, in meinem Sinne zu unterstützen.
das ist auf LinkedIn einer der ganz, ganz zentralen Aspekte. Genau, das bringt die vollkommen richtig. Ah, Cannabis Coach Europe, das bringt die Digitalisierung eben mit sich, absolut. Nicht nur Unternehmen nützen die Meta-Informationen oder die öffentlichen Informationen. Und ich weiß schon, je nach, ich sage mal, persönlichem Interesse, persönlicher auch Exposition, mag es für den einen oder anderen keine besonders schöne Vorstellung sein. Oder man kann auch natürlich auch sagen, ich möchte diese Social-Media-Plattformen nicht nutzen, ich möchte mich da nicht selber hinstellen. Es macht aber ja, das Finden von Geschäftspartnern, letztendlich auch das Finden eines Jobs, wesentlich schwieriger. Ein ganz beträchtlicher Unterschied zwischen LinkedIn und anderen Social-Media-Netzwerken ist natürlich die Motivation der Nutzer. Warum verwende ich dieses Netzwerk? Auf Instagram und Facebook haben wir ganz klar einen Fokus im privaten Bereich. Wenn Sie jetzt mal die Gruppe von professionellen Influencern, die ihren Instagram-Account als Job betreiben, weglassen, dann verwendet der Großteil der Nutzer diese Plattformen mit einem zu Entertainment-Zwecken. Zerstreuung, Unterhaltung. Das spiegelt sich auch deutlich in der Art der Inhalte, aber auch in der Nutzungszeit wieder. Instagram hat die Peaks am frühen Abend in Österreich aktuell. Untertags ist die Nutzung nicht ganz so stark ausgeprägt. Mag ich durch Corona jetzt auch ein wenig ändern. LinkedIn und Xing, das zweite Business-Netzwerk, werden zu beruflichen Zwecken genutzt. Da sieht man an den Nutzungszeiten, die korrelieren recht stark mit den typischen Office-Hours von 9 to 5. Und der Grund, warum man in diese Netzwerke regelmäßig reinschaut, ist auch nicht, dass man kurz mal ein paar Minuten totschlagen möchte, soll auch vorkommen, sondern in erster Linie, um relevante Informationen für das eigene Berufsleben zu erhalten. Das macht es zur Aufgabe von LinkedIn, wenn Sie so wollen, den Nutzern eben genau diese relevanten Informationen anzuzeigen. Und hier kommt wiederum die semantische Filterung ins Spiel. Was ich vorhabe heute im Laufe dieser Einheit, ist Ihnen kurz eine Einführung zu präsentieren und dann, das ist denke ich für den Einstieg der wichtigste Bereich, den LinkedIn-Account kurz durchzugehen und Ihnen zu erklären, welche Informationen Sie dort online stellen sollen und warum und wie das mit der Suche zusammenhängt. Das ist eine Kurzversion der Workshops, die ich auch im Unternehmen halte. Wenn, wie gesagt, das ist ein sehr überschaubarer Zeitaufwand, so ein Profil zu gestalten und Sie basteln sich damit eine, ja, wenn Sie so wollen, schöne Landingpage und stärken damit auch Ihre digitale Reputation. Wie ich bereits erwähnt habe, LinkedIn ist auch ein Social Network, das heißt, die eine Sache ist das Anlegen eines Profils und die zweite Sache ist dann eben auch die Möglichkeit, laufend Inhalte zu veröffentlichen bzw. sein eigenes Netzwerk aufzubauen. Das Profil ist aber erstmal die Grundlage. Und der wichtigste Schritt, wenn Sie auf LinkedIn Inhalte posten und Personen, die für Sie spannende Kooperationspartner sind, werden auf Sie aufmerksam, dann ist die Chance natürlich sehr hoch, dass die jeweilige Person erstmal auf Ihr Profil klickt und genauer schaut, was macht die oder was macht der denn eigentlich so. Also, it all starts with the profile, könnte man sagen. Ich werde jetzt in den nächsten paar Minuten Ihnen ein paar Folien vorzeigen, die von Ihnen, wenn Sie das möchten, die keinen LinkedIn-Account noch haben, könnten sich auch währenddessen registrieren. Ich bin sicher, Sie sind alle multitaskingfähig, einer der Vorteile von Homeoffice. Die Registrierung funktioniert relativ schnell. Sie brauchen dazu lediglich eine E-Mail-Adresse und müssen ein paar Grunddaten eintragen. Sie könnten das deshalb parallel machen, weil ich dann im zweiten Teil den Account bzw. einige der wichtigsten Einstellungen durchgehen werde. Dann könnten Sie dann gleich live machen und dann haben Sie sozusagen einen beträchtlichen Teil der Arbeit bereits erledigt. An dieser Stelle auch herzlich willkommen an die Zuseher auf LinkedIn. Ich habe dort Livestreaming-Zugang und habe die Vorlesung heute ausnahmsweise, streame ich die auch dort über LinkedIn, weil es vielleicht für den einen oder anderen meiner Kontakte auch, ja, auch ganz interessant sein kann, ein paar Infos über das eigene Profil zu bekommen oder über Optimierungsmöglichkeiten. Ja, so viel dazu. Eine kurze organisatorische Durchsage, wie bereits erwähnt, nächste Woche Thomann Geiswinkler. Die zweite Übungsaufgabe im Laufe des Semesters wird sich dann auch auf seinen Gastvortrag beziehen. Ich freue mich natürlich, wenn Sie live dabei sind. Ankündigungs-E-Mail folgt noch. Wie gesagt, es gibt selbstverständlich auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. So, und damit. Warum LinkedIn? Die eine Sache ist natürlich,
Social Media oder die Attraktivität von Social Media Plattformen ganz allgemein hängt enorm stark damit zusammen, wie viele Nutzer diese verwenden. Wir sprechen aktuell so von in etwa 706 Millionen Nutzern weltweit, im deutschsprachigen Raum 15 Millionen registrierte Accounts, in Österreich nicht ganz 1,4 Millionen. Die blauen Zahlen, die Sie hier daneben sehen in den Klammern, sind die Zahlen zu Beginn 2019 oder ich glaube Q4 2019 war das. Da ist also in den letzten 12 Monaten schon ein ganz gewaltiges Wachstum passiert. Jetzt sind bei diesen Social Media Plattformen die registrierten Accounts eine Sache, das sagt noch nicht viel drüber aus, wie regelmäßig der jeweilige Service auch genutzt wird. Im selben Zeitraum stieg der Aktivitätsindex, also das sind Nutzer, die sich einloggen und selbst aktiv irgendetwas posten oder einen Kommentar schreiben, um 27% und 50% mehr Inhalte wurden geteilt. Das stößt offenbar auf stark steigendes Interesse. Ich stelle Ihnen die Folien dann auch ins Moodle rauf. Sie haben hier noch die Verteilung international. Warum? Wie kam es dazu? LinkedIn gibt es ja schon eine ganze Weile lang. Die Plattform wurde gegründet im Jahr 2003. Sie finden übrigens unter ourstory.linkedin.com eine schön aufbereitete grafische Timeline, weil ich diese Daten auch rausgenommen habe. Und als LinkedIn gegründet wurde, war es keine Social Media Plattform. Fairerweise auch sagen, gab es Social Media in der Form nicht, sondern LinkedIn war eine reine Recruiting-Plattform, eine Sammlung von digitalen Lebensläufen mit Suchfunktionen für Recruiter. Ist natürlich naheliegend, das war eines der Geschäftsfelder, die sich im Internet sehr früh abgezeichnet haben, dass digitales Recruiting natürlich eine große Rolle spielen würde. 2007 hatte LinkedIn dann 10 Millionen Mitglieder, hier steht weltweit, aber das waren tatsächlich vorwiegend Mitglieder in den USA und in Großbritannien. Und 2008 eröffneten sie dann auch folgerichtig ihr erstes Office außerhalb der USA, eben in London. Die Entwicklung hin zur Social Media Plattform begann 2009, als Jeff Weiner, der CEO von LinkedIn wurde, ist er auch nach wie vor, hält auch regelmäßig Vorträge auf internationalen Konferenzen. Man findet auch einiges von ihm auf YouTube, ein paar sehr interessante Videos für alle, die sich etwas tiefer mit der Rolle von Social Media im Mediensystem beschäftigen möchten. 2010 hatten sie dann 90 Millionen Mitglieder und 2011 erfolgte in New York der Börsengang. Die starke Ausrichtung oder der starke Fokus auf Social Media passierte in den darauffolgenden Jahren mit einem Redesign, der das eigentlich erste Newsfeed sehr zentral in den Fokus der Seite rückte. Und 2014 führte LinkedIn dann den Economic Graph ein. Das ist nichts anderes als LinkedIns Bezeichnung für den Algorithmus, der eben die Ausspielung und Verteilung der Inhalte steuert. 2016 kaufte dann Microsoft LinkedIn und es gab noch eine Prüfungsphase durch amerikanische Kartellgerichte. Der Kauf wurde dann genehmigt. Das heißt, LinkedIn gehört inzwischen Microsoft. Eine der Auflagen des Kaufvertrags war, dass LinkedIn als eigenständige Marke, ich glaube auf 10 Jahre oder so, weitergeführt wird. Auf der anderen Seite, warum sollte Microsoft Interesse haben, eine so starke Marke zu ändern, beziehungsweise für die Zukunftsperspektiven ist das natürlich auch eine spannende Sache, wenn Sie überlegen, Microsoft ist sehr stark positioniert im Bereich von Exchange-Systemen, Office und so weiter und da ist die Idee natürlich naheliegend, zukünftig auch LinkedIn-Profile fürs Onboarding in Unternehmen zu verwenden oder LinkedIn überhaupt als Identity-Provider zu nutzen. Ja, Sie haben recht. Ryan Roslansky ist seit Juni 2020 der neue CEO. Jeff Weiner ist nach wie vor im Vorstand von LinkedIn. Ja, drei Zahlen, die, denke ich, recht eindrucksvoll sind. Das sind Untersuchungen von Forbes, von LinkedIn selber und von Nielsen. Zum einen, bis Ende 2020 werden 84% aller B2B, also Business-to-Business-Geschäfte, via Social Networks angebahnt. Das bedeutet nicht unbedingt, dass die in Social Networks beginnen, aber dass auf irgendeinem Punkt der Customer Journey Social Media auch eine Rolle spielt. Und das ist natürlich ein Problem, wenn man dann nicht präsent ist. Zum Zweiten, 74% aller
Kunden oder Nutzer befragen Social Media vor jeder Kaufentscheidung. Das gilt auch im privaten Bereich. Kennen Sie vielleicht selber, wenn man, kennt man vielleicht von sich selber auch aus dem Hobby- oder Freizeitbereich, wenn ich mir ein, keine Ahnung, ein neues Zelt oder ein neues Outdoor-Messer oder so zulege, dann zuerst mal Recherche auf YouTube und Co. bei den einschlägigen Experten und Testberichten. Das gilt natürlich nicht für klassische Convenience-Produkte. Wenn Sie immer die gleiche Zahnpasta kaufen, werden Sie nicht jedes Mal recherchieren, aber für alle anderen Kaufentscheidungen schon, im B2C genauso wie im B2C-Bereich. Aber ich glaube, die für mich beeindruckendste Zahl und auch die zeigt auch, in welche Richtung generell die Entwicklung im Marketing geht. Nielsen macht alle 10 Jahre eine Umfrage in den USA und in Kanada, in der Konsumenten befragt werden, ob sie bei Kaufentscheidungen tendenziell eher Marken oder Personen vertrauen. Und diese Umfrage, wie gesagt, alle 10 Jahre, wurde zuletzt 2019 veröffentlicht und da sagten 92% der Befragten, dass sie tendenziell eher andere Menschen vertrauen als Marken. Das ist per se schon ein recht eindrucksvolles Verhältnis. Noch spannender wird das Ganze aber, wenn man weiß, dass vor 20 Jahren, 1999, bei derselben Umfrage das Ergebnis 64-36% lautete, allerdings zugunsten der Marken. In den letzten 20 Jahren könnte man also sagen, hat sich das Verhältnis, und Sie wissen, Vertrauen ist eine wichtige Grundlage, wenn es um Entscheidungen geht, hat sich das Verhältnis zwischen Marken und Personen drastisch verschoben. Und wenn Sie so wollen, LinkedIn trägt dieser Tatsache auch damit Rechnung, dass es zwar nominell genauso wie auf Facebook die Company Pages gibt, dass aber ein ganz, ganz großer Teil der Kommunikation über die persönlichen Profile funktioniert. Wenn Sie überlegen, Sie suchen in einem Unternehmen einen Ansprechpartner, als ich studiert habe, haben wir damals ein Musik- und Kinomagazin gegründet, das gibt es noch, The Gap. Und Sie können sich vorstellen, bei den ersten Ausgaben war natürlich immer das große Thema, wie finanziert man den Druck, da ist es sehr wichtig, Sponsoren zu finden. Hätte uns damals ziemlich geholfen, die richtigen Ansprechpartner zu recherchieren. Heißt nicht, dass die dann natürlich auch noch Ja sagen. Aber in diesem Bereich, wenn Sie in einem Unternehmen jemanden suchen, dann ist die eine Sache, auf die Homepage gehen, ein Kontaktformular ausfüllen oder eine kontakt@domain.com E-Mail-Adresse verwenden. Da weiß man nicht genau, wo das hingeht. Wer liest das? Liest das überhaupt jemand? Wenn Sie in diesem Unternehmen jemanden kennen, dann ist es natürlich viel naheliegender, je näher Sie die Person kennen, umso mehr, dort mal anzufragen und zu sagen, weißt du, wer bei euch da der passende Ansprechpartner ist. Das ist ein Faktor, der natürlich immer schon eine Rolle gespielt hat, den aber LinkedIn in einem hohen Ausmaß digitalisiert. Über die Art und Weise, wie das Netzwerk aufgebaut und strukturiert ist, ist es sehr, sehr leicht, Ansprechpartner zu finden. Selbst wenn man in einem Unternehmen vielleicht mit niemandem vernetzt ist, dann gibt es ja häufig gemeinsame Kontakte. Und das sind natürlich, das ist ein viel einfacherer und direkterer Kontaktweg. Allein dadurch hat sich LinkedIn natürlich sehr, sehr stark etabliert. Drei häufige Irrtümer oder in letzter Zeit weniger, aber ich sage mal vor einem Jahr sind mir die noch recht häufig begegnet. LinkedIn ist nur dann interessant, wenn man gerade auf der Suche nach einem Job ist. Ich glaube, dieses Argument muss man auch im Zusammenhang mit der insgesamten Entwicklung des Jobmarktes sehen. Sie kennen vermutlich den Begriff Employer Branding. Ganz kurz und überspitzt formuliert, beim Employer Branding versuchen sich Unternehmen als möglichst attraktive Arbeitgeber darzustellen. Es gibt im Jobbereich zwei unterschiedliche Märkte. Märkte, auf denen ein Überangebot herrscht an Arbeitskräften, kann sich der Arbeitgeber, wenn sie so wollen, aussuchen, und auch sehr viele Jobmärkte, auf denen es viel zu wenig Arbeitskräfte gibt. Ein ganz extremer Fall wäre Programmierer, wenn sie programmieren können, unterschiedliche Programmiersprachen, da gibt es einen sehr, sehr großen Bedarf. Je nach C++-Programmierer können sich ihre Jobs im Wesentlichen aussuchen und da versuchen natürlich Unternehmen spannende Bewerber zu bekommen. Jetzt könnte man sagen, wenn man in diesem Bereich unterwegs ist, dann muss man sich nicht großartig anstrengen, dann wird man sowieso gefunden, wenn man in einem Bereich unterwegs ist, wo es bei jeder offenen Stelle sehr viele Bewerber gibt. Ich sage mal, in unserem Fach ist das tendenziell eher so, ich habe einige Jobausschreibungen da auch begleitet für Kunden, wenn ein Social Media Manager gesucht wird von einem größeren Unternehmen, gibt es in der Regel sehr, sehr viele Bewerbungen.
dann spielt LinkedIn natürlich eine beträchtliche Rolle, gerade auch, weil, wie gesagt, an diesem Punkt die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass der Verantwortliche sich ihr Profil anschauen wird. Aber in Wahrheit passiert der entscheidende Teil meiner Ansicht nach schon längst vorher. Wenn Sie in der konkreten Situation sind, beispielsweise Ihr Studium abgeschlossen zu haben und sich jetzt nach einem Job umzuschauen, dann könnten Sie beginnen zu recherchieren, Jobangebote anzuschauen. Wenn Sie aber die ein, zwei Jahre vorher bereits genutzt hätten, um sich ein Netzwerk aufzubauen, und Österreich ist ein recht überschaubares Land, um sich zu vernetzen mit Personen in Unternehmen, die für Sie potenziell attraktive Arbeitgeber wären, wird es Ihnen später sehr viel leichter fallen. Und dazu gehört natürlich auch, wenn Sie so wollen, eine gewisse Vorarbeit. Wie wird man zu einem attraktiven Mitarbeiter, indem man über einen längeren Zeitraum Kompetenz demonstriert, interessante Inhalte veröffentlicht, Personen auf diese Art und Weise auffällt? Meiner Ansicht nach, und da bin ich nicht allein, das ist das, was ich bei so gut wie allen... Hallo Doman, servus! Ich habe deinen Gastvortrag nächste Woche gerade angekündigt. Doman über LinkedIn bei uns hier in der Vorlesung. Meiner Ansicht nach ist das ein laufender Prozess, und der Aufbau von Reputation oder Aufbau von Expertenstatus ist etwas, das lange, lange vor dem konkreten Moment beginnt, wo Sie eigentlich auf Jobsuche sind. Zweite Sache, in meiner Branche brauche ich LinkedIn nicht. Ich denke, da muss man bei uns nicht groß drauf eingehen. Die HR-Branche und die Kommunikationsbranche sind wohl die zwei, die LinkedIn am aktivsten nutzen. In der Bauwirtschaft sind die Prozentzahlen noch deutlich weiter unten, aber auch in diesen Branchen steigt die Nutzung. Dritter Punkt, LinkedIn ist das internationale Xing. Da wäre die Antwort vor 3 Jahren noch etwas anders ausgefallen. Da war es tatsächlich so, dass das scheinbar Xing für den deutschsprachigen Bereich abdeckte und LinkedIn eher für internationale Kontakte interessant war. Nun, da hat Xing LinkedIn sehr in die Hände gespielt mit in die Hose gegangenen Design-Updates, verpassten Features und so weiter. Was LinkedIn auch sehr in die Hände gespielt hat, ist die Tatsache, dass Sie die Plattform grundsätzlich kostenlos benutzen können. Es gibt einen Premium-Account, den braucht man aber nicht. Bei Xing dagegen müssen Sie, wenn Sie die Plattform ernsthaft verwenden wollen, mehr oder weniger bezahlen, weil viele Funktionen sehr eingeschränkt sind. Letztendlich, und das ist aber der Kernpunkt und das zentrale Thema, LinkedIn ist es gelungen, einen Newsfeed zu basteln, zu programmieren, der für die Nutzer interessant ist. Ein starker Indikator, was mir aufgefallen ist, vor 2019 hat ein Großteil der deutschsprachigen LinkedIn-Nutzer auf Englisch gepostet, weil das die Standardsprache auf der Plattform war. Das hat sich in den letzten 2 Jahren komplett geändert. Und ich behaupte mal, dass weit über 90% der Nutzer aus dem Dachraum inzwischen auch Inhalte, entweder auch oder ausschließlich Inhalte auf Deutsch veröffentlichen. In der Schweiz war Xing nie besonders populär. In Österreich und Deutschland ist LinkedIn mittlerweile auch deutlich vorne. Man könnte auch sagen, Xing spielt im Recruiting durchaus eine gewisse Rolle, vor allem in Deutschland, im mittelständischen Bereich, hat es aber nie geschafft, zu einem Social-Media-Netzwerk zu werden, das für die Dauernutzung interessant ist. Wie funktioniert jetzt dieser angesprochene LinkedIn-Algorithmus? Ganz grundsätzlich, wie bereits gesagt, wie auch bei anderen Social-Media-Plattformen, Sie veröffentlichen ein Posting und das wird nicht allen Ihren Kontakten angezeigt, sondern einer kleinen Gruppe Ihrer Kontakte, einer bestimmten Prozentzahl. Die liegt je nachdem, wie interessant oder populär Ihre Status-Updates vorher waren, irgendwo zwischen 2 und 10%, und dann misst LinkedIn in weiterer Folge, wie diese Kontakte darauf reagieren. Da kommen wieder die Social Signals ins Spiel, also kurz gesagt, je mehr Personen Ihr Status-Update liken, also auf Gefällt mir klicken, einen Kommentar schreiben oder es teilen, desto mehr weitere Kontakte sehen eben dieses Status-Update. LinkedIn wertet neben den Social Actions und auch den Hashtags und den in dem Status-Updates enthaltenen Keywords auch die Verweildauer aus. Das heißt, wenn Sie ein längeres Status-Update haben und Sie halten da an beim Scrollen sozusagen und lesen das aufmerksam, auch das wird vermerkt, und aus all diesen Faktoren versucht der Algorithmus dann eben rauszufinden, für welche Inhalte Sie sich interessieren, um Ihnen dann in weiterer Folge passende Inhalte anzeigen zu können. Ein ganz zentraler Punkt zum Verständnis ist, dass die 3 Bereiche, die Sie auf LinkedIn sozusagen zur Verfügung haben, Ihr eigenes Profil,
das Netzwerk, also die gesamte Zahl an Kontakten, mit denen sie sich dort vernetzen und die Inhalte, die sie posten, sehr gut aufeinander abgestimmt sein müssen. Das ist wesentlich essentieller als auf Instagram. Instagram ist, wie bereits mehrmals erwähnt, ein Netzwerk, das ein sehr breites Publikum anspricht, mit Themen, die sehr breiten Appeal haben. LinkedIn als Business-Netzwerk bevorzugt branchenspezifische Informationen, die für bestimmte Zielgruppen interessant sind. Das bedeutet, Sie haben auf der einen Seite Ihr Profil, und ich erkläre es Ihnen anhand eines Beispiels. Sagen wir mal, oder in meinem Fall, ich mache die Vorlesung und wenn ich am Donnerstag nicht hier sitze bei Ihnen, dann halte ich beruflich in erster Linie Workshops, momentan natürlich Online-Workshops, über LinkedIn, über Social-Media-Themen. Das heißt, meine Ansprechpartner sind Personen in Unternehmen, die mich für solche Workshops beauftragen. Das ist unterschiedlich, das sind manchmal die Marketingleiter, das ist manchmal das Management selber, das ist manchmal der HR-Bereich. Und für mich ist sozusagen die erste zentrale Frage, wenn jemand überlegt, so einen Workshop zu buchen, welche Informationen kann ich auf mein Profil stellen, die für ihn interessant sind? Sie müssen sich, und das ist die Grundlage für alles, was Sie auf LinkedIn tun, bevor Sie Ihr Profil beginnen auszufüllen, bevor Sie die Texte schreiben und so weiter, müssen Sie sich darüber klar werden, was Sie dort erreichen wollen. Wenn Sie auf der Suche nach einem Job sind, dann sollten die Profilinformationen in erster Linie potenzielle Arbeitgeber ansprechen. Dazu muss Ihnen erstmal klar sein, wer Ihr Arbeitgeber denn sein soll. LinkedIn funktioniert immer dann am besten, wenn Sie eine klar definierte Zielgruppe haben. Wenn ich sage, ich bin auf der Suche nach einem Job im Kommunikationsbereich, dann ist das recht unspezifisch. Das ist ein sehr weites Spektrum. Das reicht von PR-Assistent im Ministerium bis zu Marketingleiter bei Red Bull. Und nicht sehr spezifisch. Wenn Sie sagen, ich interessiere mich besonders für den Bereich Verkehr, ich möchte im Kommunikationsbereich bei einem Automobilunternehmen oder so arbeiten, dann ermöglicht Ihnen das, für die potenziellen Ansprechpartner sehr viel spezifischere Informationen bereitzustellen. Das heißt, das erste Learning für Sie wäre, es gibt keine richtige Art, sein LinkedIn-Profil zu gestalten, sondern welche Infos man da reinschreibt, hängt komplett davon ab, welche Zielgruppe man erreichen möchte. Ich bin selbstständig und nicht auf der Suche nach einem Job, deswegen schaut mein LinkedIn-Profil auch ganz und gar nicht so aus wie ein klassisches Bewerbungsschreiben. Das ist die erste Sache, die es zu bedenken gibt. Die zweite Sache, wie bereits erwähnt, wenn Sie LinkedIn intensiver nutzen möchten, wenn Sie die Plattform verwenden möchten, um letztendlich Ihren Expertenstatus zu untermauern oder sich selber sichtbar zu machen, dann sind Inhalte ein wichtiges Mittel dafür. Auch hier gilt genau dasselbe. Wenn Ihre Zielgruppe Unternehmen in einer bestimmten Branche sind, bleiben wir bei diesem Beispiel, wenn Sie in der Automobilbranche arbeiten möchten, sagen wir E-Mobility, da gibt es momentan ein paar sehr, sehr spannende Unternehmen, auch in Österreich, dann wäre es natürlich eine hervorragende Idee, wenn Sie Status-Updates veröffentlichen, die mit diesem einerseits, die dieses Thema behandeln, die aber auch zugleich zeigen, dass Sie sich wirklich in einer größeren Tiefe mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Dass LinkedIn eine B2B-Plattform ist, bedeutet nämlich letztendlich auch, Sie können mit Informationen, die man in einer Tageszeitung veröffentlichen würde, keine, wie sagt man, Katze hinter dem Ofen hervorlocken. Warum? Sie richten sich dort an ein Fachpublikum und wenn Sie Personen erreichen möchten, die bereits in der E-Mobility-Branche arbeiten, dann sind die auf einem recht hohen Kenntnisstand. Das heißt, Sie müssen sich auch hier, genau wie bei Ihrem Profil, überlegen, welche Informationen kann ich hier veröffentlichen, die für meine Zielgruppe wirklich relevant sind und im Idealfall auch einen Mehrwert bieten. Und da kommt der dritte Faktor ins Spiel. Das ist übrigens genau der Punkt, den die meisten LinkedIn-Nutzer komplett übersehen. Das eigene Netzwerk. Wir neigen oft dazu, und da gibt es sicher viel, wie soll ich sagen, auch falsche Einschätzungen von anderen Social Networks. Wenn ich einen YouTube-Kanal betreibe, ist es ein gewaltiges Asset, 1 Million Subscriber zu haben. Wenn ich einen Instagram-Account betreibe, ist die bloße Zahl an Subscribern auch sehr, sehr interessant. Immer ausgehend von der Prämisse, dass es echte Subscriber sind und keine gekauften Bots und auch die Interaktionsraten passen. Dann macht mich das für Werbetreibende interessant. Auf LinkedIn ist es so, Sie wissen vielleicht, auf Facebook kann man maximal 5.000 Kontakte haben. Auf LinkedIn sind das 30.000. Es ist absolut
kein relevantes Ziel, möglichst schnell möglichst viele Kontakte zu bekommen. Überlegen Sie, was ich Ihnen vorher gesagt habe. Sie veröffentlichen Inhalte für eine spezifische Zielgruppe. Wenn Sie auf LinkedIn Personen, sage ich mal, potenzielle Arbeitgeber in der Automobilbranche erreichen möchten, dann ist es eine hervorragende Idee, möglichst viele Personen aus Ihrer Zielgruppe zu Ihrem Netzwerk hinzuzufügen. Keine besonders gute Idee, wahllos jeden dazuzunehmen. Warum? Der Algorithmus überprüft, inwieweit Ihre Kontakte oder die Ihrer Kontakte, die Ihre Postings sehen, auf diese Postings reagieren. Wenn Sie eine klar definierte Zielgruppe haben und sagen, ich poste für Kommunikationsexperten in der Automobilbranche und Sie haben in Ihrem Netzwerk 10% Personen, die in Ihre Zielgruppe fallen, 10% Rechtsanwälte, 10% Konditoren, 10% Installateure, 10% Kommunikationswissenschaftler, der Rest ist bunt durchgemischt, dann ist es von vornherein klar, dass ein großer Teil Ihres Netzwerks sich nicht wahnsinnig für Ihre Inhalte interessieren wird. Warum? Weil Sie müssen, wie ich Ihnen vorher gesagt habe, fachlich relevante Dinge posten und die Chance, natürlich kann es Überschneidungen geben und natürlich kann sich auch ein Anwalt für E-Mobility interessieren, aber die Chance ist nicht besonders hoch. Und das bedeutet, es reicht auf LinkedIn nicht ein gutes Profil zu haben und spannende Inhalte zu posten, sondern die Klammer, die diese beiden Dinge eigentlich zusammenbringt, ist das Netzwerk. Das ist ein weiterer Punkt, warum die persönlichen Accounts hier sehr stark im Vorteil sind. Wenn Sie eine Company-Page betreiben, dann können Sie nur indirekt steuern, wer Ihr Follower wird über die Inhalte. Bei einem persönlichen Profil ist es genauso wie auf Facebook, Sie verschicken Kontaktanfragen, Sie erhalten Kontaktanfragen und vor allem durch das Verschicken können Sie natürlich sehr steuern, wie Sie Ihr Netzwerk aufbauen. Das soll jetzt nicht bedeuten, dass Sie super selektiv sein müssen, aber im Wesentlichen LinkedIn funktioniert umso besser, je näher Ihre Inhalte und Ihre Zielgruppe oder Ihre Inhalte und Ihr Netzwerk zusammenpassen. Das bedeutet letztendlich auch, dass ich, das ist genau das, was ich meinen Kunden empfehle, dass ich Personen, vielleicht Schulkollegen oder Freunde, was auch immer, mit denen man beruflich gar nichts zu tun hat, lieber auf anderen Netzwerken hinzufügen würde und nicht auf LinkedIn. Also wenn dieses Zusammenspiel, und das hängt vor allem davon ab, dass Sie, und da kann Ihnen kein Social Media Kurs und keine Social Media Vorlesung helfen dabei, Sie müssen Ihre Zielgruppe definieren und Sie müssen wissen, welche Informationen für Ihre Zielgruppe spannend sein können. Ich bekomme so ein-, zweimal im Monat Anfragen von Unternehmen, sagen, Herr Petter, aber was kostet das, wenn Sie für uns im Monat 2-3 Status-Updates schreiben? Ich lehne das ganz grundsätzlich ab. Vor kurzem habe ich eine Anfrage eines australischen Unternehmens bekommen mit einem recht umfangreichen Fragenkatalog und die haben sich auch mit diesem Thema auseinandergesetzt und eine der Fragen war, wie würden Sie herausfinden, welche Themen für unsere Zielgruppe spannend sind? Und ich habe denen dann sehr, sehr lang erklärt, warum ich das nicht machen würde und dass ich keine Ahnung habe, welche Themen interessant sind, weil das natürlich genau der Teil ist, wo wirklich Ihr Branchenwissen zum Tragen kommt. Das auf LinkedIn abzubilden, ist der Schlüssel zum Erfolg, wenn Sie so wollen. Ihr Profil und Ihr Netzwerk, das ist die Community, wenn Sie es mit einem Forum vergleichen wollen. Die Interaktion passiert zwischen Ihrem Netzwerk und den Inhalten und Ihre Inhalte und Ihr Profil, das ist sozusagen der Personal Brand. Je besser die drei Dinge zusammenpassen, desto besser funktioniert LinkedIn. Der erste Bereich und die Grundlage ist, wie gesagt, das Profil. Personal Branding, steht zu weit oben. Bibi Langschlumpf, Sie kennen sie, ein sehr starkes Bild. Warum erkennen wir Bibi Langstrumpf sofort? Weil zu einem hohen Grad, weil sie Konventionen bricht natürlich und weil unsere Wahrnehmung sehr stark darauf konditioniert ist, Abweichungen zu erkennen. Das ist evolutionär bedingt. Alles, was aus dem Rahmen fällt, bleibt uns im Gedächtnis hängen, fällt uns ins Auge. Denken Sie wiederum an Storytelling. Der amerikanische Marketingberater Seth Godin bringt da ein sehr schönes Beispiel, als in den USA die ersten Bio-Supermärkte begannen, Sojamilch zu verkaufen, stand die Sojamilch nicht im Kühlregal, aus dem simplen Grund, dass sie nicht gekühlt werden muss. Dann ist irgendein Marketer auf die Idee gekommen, die Sojamilch ins Kühlregal zu stellen. Und der Kunde steht dann vor dem Kühlregal,
Milch, 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 Magermilch, nicht Milch. Es hat die Verkäufe von Sojamilch enorm in die Höhe getrieben. Es hat auch die Tatsache sozusagen erst bei vielen Konsumenten hat sie auf die Idee gebracht, da gibt es was anderes. Das bedeutet natürlich nicht im Business-Kontext, dass Abweichungen um jeden Preis oder sozusagen Devianz oder Auffallen um jeden Preis erstrebenswert wären, aber wenn Sie sich in die Stelle eines potenziellen Geschäftspartners, aber genauso eines Recruiters versetzen, Sie haben einen Job ausgeschrieben und Sie bekommen 20 Bewerbungen und ich bin mit sehr vielen Recruitern laufend in Kontakt. Das wird irgendwann ab der 10. relativ mühsam, wenn da überall das Gleiche drinsteht. Ich mache ab und zu Bewerbungscoachings und da habe ich immer ein Beispiel, eine Kollegin von Ihnen, das ist einige Semester her, die hat sich beworben, da hatte die Zeit im Bild ein Praktikum ausgeschrieben, da musste man sich mit einem Video bewerben und die hat ein sehr, sehr witziges Video gedreht, wo sie sich als Nachrichtensprecherin inszeniert hat und gesagt, ich bin sehr, sehr zuverlässig und fleißig und das, was sie gesagt hat, aber immer konterkariert hat, indem zum Beispiel im Moment, wo sie gesagt hat, ich bin sehr zuverlässig und fleißig, ihre kleine Schwester bei der Tür reinkommt und sagt, du hast schon wieder vergessen, mich zur Musikschule zu führen. So 2-Minuten-Clip mit dem Handy gedreht, fantastisch gut gemacht. Ich weiß nicht, ob sie, ich glaube, sie hat den Job oder das Praktikum dann auch sogar bekommen, aber versetzen Sie sich in die Position des Recruiters, fade Bewerbung, fade Bewerbung, fade Bewerbung, Video. Damit jemand überhaupt überlegt, ob er mit Ihnen zusammenarbeitet, ob er Sie einstellt, muss er zuerst einmal auf Sie aufmerksam werden. Es ist nicht für uns alle ein gangbarer Weg, die Haare jetzt auf der Seite zu roten Zöpfen zu machen, aber auffallen oder anders sein kann man auch über Kompetenz und über Inhalt. Und das ist eben etwas, ein Teil, den man auf LinkedIn bzw. auf seinem Profil sehr, sehr gut darstellen kann. Ich werde es da mal kurz umschalten auf mein Live-Profil. Wie gesagt, die Folien bekommen Sie dann, aber das zeige ich Ihnen lieber auf der Live-Seite. So. Wie bereits erwähnt, kommt LinkedIn ursprünglich aus dem Recruiting-Bereich. Es war eine bloße Sammlung von Lebensläufen mit Suchfunktionen und dementsprechend schaut das LinkedIn-Profil oder ist das LinkedIn-Profil sehr stark an einem klassischen Lebenslauf orientiert. Die Elemente des Profils oder sagen wir mal so, die Gestaltungsmöglichkeiten sind überschaubar und weil Sie nur relativ wenige Möglichkeiten haben, ist es umso wichtiger, sich genau zu überlegen, wie Sie die zu nutzen. Wenn jemand Ihr Profil aufruft, dann je nach Größe des Monitors oder beziehungsweise ob er es am Handy oder über die App verwendet, dann sieht er nicht die ganze Profilseite. Was immer sichtbar ist, ist dieser obere Bereich hier. Und Sie haben hier zwei grafische Elemente. Zum einen ein Headerbild, das ist optional, und zum anderen ein Profilbild. Wenn Sie LinkedIn verwenden, ist es absolut notwendig, ein Profilbild hochzuladen. Profile ohne Bild nimmt LinkedIn unter Anführungszeichen nicht ernst. Und wenn gesucht wird und es gibt Profile mit Bild, dann werden die ohne Bild immer ganz ans Ende der Suche gestellt oder gar nicht angezeigt. Nachdem es sich um eine Business-Plattform handelt, ist es hier natürlich angebracht, nicht sich aus dem letzten Urlaubsgruppenbild rauszuschneiden, sondern ein professionelles Business-Foto hier hochzuladen. Ich sage mal genau so, wie man es auf einer Teamseite, auf einer Webpage verwenden würde, was die Adjustierung betrifft, die sollte natürlich jobadäquat sein. Wenn Sie im Finanzbereich arbeiten und grundsätzlich eine Krawatte tragen beim Job, dann würde ich das hier auf dem Bild ganz genauso halten. Wie Sie hier sehen, das Bild befindet sich sowohl am Desktop als auch in der App links. Das heißt, idealerweise geht die Blickrichtung leicht zur Mitte des Betrachters, so dass Sie den Besucher des Profils quasi ansehen. Idee ist oder Aufgabe dieses Bildes ist es möglichst, je nachdem, welchen Eindruck Sie erwecken möchten, aber tendenziell seriös und vertrauenerweckend auszusehen, wie ernst oder wie einladend oder fröhlich man das Ganze dann anlegt, ist natürlich auch zu einem hohen Grad eine Frage des persönlichen Geschmacks. Das nächste ist hier das Namensfeld. Da gibt es in der Regel nicht so viele Variationsmöglichkeiten. Sie können nur, wenn Sie den Namen nach der Hochzeit geändert haben, können Sie noch den ledigen Namen eintragen. Und dann gibt es hier noch die Möglichkeit, eine Richie Bedauer,
Dein Ansprechpartner für LinkedIn-Workshops. Herzlich willkommen auf meinem Profil. Schreib maximal 10 Sekunden hochzuladen. Die Idee ist eben die Aussprache des Namens bei Namen, wo es nicht klar ist, wie das ausgesprochen wird, dokumentieren zu können. Diese Audiofunktion, diesen Audioteil können Sie nur über die mobile App hochladen. Der erste Punkt, der besondere Aufmerksamkeit erfordert, ist dieser sogenannte Profilslogan hier. Das LinkedIn-Profil ist so aufgebaut, dass Sie hier oben diesen kurzen Intro-Bereich haben und dann folgt die Infobox, ich schalte mal auf meine deutschsprachige Version um, Ihr Informationstext, dann gibt es hier noch die Möglichkeit, sozusagen bei Portfolio oder Dokumente hochzuladen und darunter dann beginnt der klassische tabellarische Lebenslauf. Wenn Sie Ihr LinkedIn-Profil anlegen, dann müssen Sie mindestens eine aktuelle Beschäftigung eintragen. Und LinkedIn geht dann her und nimmt Ihren Jobtitel, der Jobtitel ist das, was hier fett beim Job steht, und schreibt standardmäßig Jobtitel bei Unternehmensname. Das heißt, wenn Sie Ihren Slogan nicht händisch ändern, dann steht da eben genau Jobtitel bei Unternehmensname drin. Die Art und Weise, wie LinkedIn funktioniert, das ist sehr, sehr wichtig im Hinterkopf zu behalten für die Gestaltung des Profils. Es geht letztendlich darum, sich selber sichtbar zu machen. Und es gibt dazu zwei Wege. Entweder Sie veröffentlichen Inhalte, auf die Leute aufmerksam werden und die schauen sich dann Ihr Profil an. Ein ganz anderes, auch immer relevanter werdender Weg auf LinkedIn ist aber, dass Personen gezielt suchen, nicht nach Namen. Wenn jetzt jemand nach Richie Better oder Thomas Geiswinkler sucht, landet er auf unseren Profilen. Da muss man nicht großartig was tun dafür. Aber immer häufiger wird auch die Suche nach bestimmten Themen-Keywords. Stellen Sie sich vor, Sie suchen einen Texter für Ihre Webseite und Sie suchen danach Webseitentexter. Dann bringt Ihnen LinkedIn eine Liste von Profilen und ganz ähnlich wie auf Google ist dann natürlich die Frage, wie stellt LinkedIn diese Liste zusammen, welche Profile stehen oben in der Suche. Ich zeige Ihnen das mal kurz. Ich suche hier mal nach Webtexter. Und Sie sehen, ich kriege hier 1137 Ergebnisse. Bei der Reihung spielen Faktoren, ob es jetzt gemeinsame Kontakte gibt. Sie sehen, mit der Erstplatzierten hier, mit der Andrea Riemer, habe ich fast 400 gemeinsame Kontakte. Hier mit ihm gar überhaupt keinen gemeinsamen Kontakt. Aber sie hat hier Webtexterin stehen, er hat Webtexter stehen. Es ist eine Mischung aus sozusagen gemeinsamen Kontakten und Wort, wobei aber das Vorkommen des Wortes, wie Sie hier auch sehen, dass der 1:1-Match eine wesentlich größere Rolle spielt. Warum zeigt LinkedIn diese Personen an? In erster Linie, weil die das Wort, nach dem ich gesucht habe, Webtexter, hier in ihrem Profilslogan stehen haben. Wenn Sie sich schon einmal mit Suchmaschinenoptimierung für eine Homepage befasst haben, dann wissen Sie, dass der Titel der Homepage oder bei einem einzelnen Artikel der Titel des Artikels besonders wichtig ist und die relevanten Keywords enthalten sollte. Genauso ist es hier mit dem Profilslogan auf LinkedIn. Sie sollten hier in Ihren Profilslogan primär die Begriffe einfügen, mit denen Sie gefunden werden möchten. Sie sehen, ich habe hier meine Online-Workshops für Unternehmen, Social-Media-Keynotes, eben genau das, was ich anbiete. Wenn wir mal einen Blick auf Thomans Profil werfen. Er hat hier LinkedIn Österreich und gern per Du, wir dürfen das ja leider nicht in der Vorlesung, eine Hashtag-Kampagne auf LinkedIn. Dieser Name und dieser Slogan hier sind die ersten Dinge, die Ihnen ins Auge springen. Sie kommunizieren, was mache ich, und Sie sind aber auch dazu da, um Keywords unterzubringen. Wenn Sie dann später beginnen, Status-Updates zu posten, das ist auch eine Sache, die man im Auge behalten sollte, wenn immer ein Status-Update, ich mache es etwas größer, dass Sie es besser sehen können, so wie hier von Günther, oder ein Kommentar angezeigt wird, dann stehen hier die ersten, ich glaube es sind 58 Zeichen oder so, dieses Slogans. Das heißt, wenn Sie ein Status-Update oder einen Kommentar von irgendjemandem sehen, den Sie nicht kennen, dann ist das Erste, was Sie von der Person mitkriegen, das Profilbild, der Name und dann dieser kurze Slogan. Wer sozusagen schadet darum, dieses Potenzial nicht zu nutzen und hier nur die Standardversion zu verwenden. Das zweite wichtige Thema und der Bereich, der den meisten LinkedIn-Nutzern Probleme bereitet, ist diese Infobox hier. Es ist ein Informationstext, den Sie auf Ihr Profil stellen über sich selber.
Die maximale Länge dieses Textes ist, ich bin schlecht mit Zahlen auswendig, ich glaube 2600 Zeichen oder 2300, sowas um den Dreh rum. Sie können diesen Text nicht formatieren, Sie können nur Emojis verwenden, die auch eher sparsam machen. Wenn Sie Ihr LinkedIn-Profil als klassischen Lebenslauf sehen, dann wäre dieser Infotext, wenn Sie so wollen, hier das Motivationsschreiben, das man normalerweise in einen tabellarischen Lebenslauf inkludiert. Und das ist auch der Grund, warum sehr viele Nutzer hier sofort in den klassischen Lebenslauf-Slang verfallen. Schlimmsten Beispiele ist dritte Person, er ist ein erfahrener, motivierter Mitarbeiter und hat bereits Excel-Sheets mit bis zu 500 Untertabellen verwaltet. So dieses Standard-Blabla, fällt nicht besonders auf. Was sollte stattdessen hier drin stehen? Da komme ich wieder zurück auf die 3x3-Idee. Sie müssen davon ausgehen, wenn sich jemand für Sie interessiert, ist das Erste, was der sich anschaut, wie gesagt, er sieht das da oben und dann schaut er auf Ihren Infotext. Dort sollte das stehen, was für Ihre Zielgruppe relevant ist. In meinem Fall, wie gesagt, sind das meine LinkedIn-Coachings, meine LinkedIn-Workshops, die ich verkaufe und deswegen beschreibe ich hier, an wen sich dieses Angebot richtet, was dort so passiert. Und beende das Ganze hier mit einer Aufforderung, mich zu kontaktieren. Nochmal, wäre ich auf der Suche nach einem Job, würde ich das Ganze wesentlich lebenslaufartiger gestalten. Wenn ich für eine NGO arbeiten würde und dort Pressearbeit mache und LinkedIn nutze, mit möglichst vielen Journalisten und Multiplikatoren in Kontakt zu kommen, würde ich meinen Text wiederum anders gestalten. Es gibt hier keine richtige Art und Weise, sondern es geht wirklich darum, das möglichst zielgruppenadäquat hinzukriegen. Oliver Ewinger hat hier eine sehr, sehr gute Frage gestellt. Und wenn es mehrere Zielgruppen sind, die ich erreichen möchte, wie viele Zielgruppen sollten es maximal sein? Es gibt ja auch Cross-Themen, die in Branchenbereiche reinspielen, wie Diversity und Automobilbranche. Absolut richtig. Sie sprechen da ein ganz zentrales Thema des Personal Branding an. So in der Konsens ist, dass das Maximum, dass man sozusagen, ja, dass da funktioniert, so drei Themen sind, sage ich mal. Die müssen natürlich auch einigermaßen konsistent sein. Das sollten keine Themen sein, die sich komplett schlagen. Also wenn Sie als Finanzberater und Après-Ski-DJ arbeiten, ist das natürlich schwierig. Aber tatsächlich ist es so, je genauer und konkreter Sie das eingrenzen, desto einfacher ist es, sich auf LinkedIn zu positionieren. Wir neigen normalerweise dazu, und das ist auch das, was ich bin seit 2002 selbstständig, was ich selber intuitiv falsch gemacht habe, so wie fast jeder. Als ich meine erste Unternehmens-Homepage gebaut habe, gibt es oft so eine Seite, das kennen Sie, meine Leistungen, und da beschreiben Sie dann halt, was Sie Ihren Kunden eben anbieten. Und die naheliegende und falsche Variante ist es, eine möglichst lange Liste mit allen zu machen, was man eben kann. Es ist tatsächlich so, das hat damit zu tun, wie wir entscheiden. Wir trauen Experten oder, wenn ich es böse sagen soll, Fachidioten, mehr Expertise zu als Generalisten. Böse gesagt ist das einer der gar nicht unrelevanten Gründe, warum es Fachärzte gibt. Na, Fachwissen spielt auch eine Rolle, aber das ist auch ein Grund. Stellen Sie sich vor, Sie sind auf der Suche nach einem Job oder Sie arbeiten als Selbstständiger. Je genauer Sie Ihre Zielgruppe ansprechen können, desto mehr werden die Ihnen zutrauen, dass Sie in diesem Bereich auch Erfahrung haben. Eine Bekannte von mir hat eine kleine Ein-Frau-Digitalagentur in Deutschland, die hat ein paar Jahre lang so für kleinere Unternehmen, eben so was Digitalagenturen eben so tun, Webseite, AdWords verwalten und so, hat auch ganz gut funktioniert, und dann hatte sie einen kleinen regionalen Flughafen als Kunden und ist also im Zuge dieses Projekts draufgekommen, dass eigentlich Flughäfen sehr, sehr spezifische Anforderungen haben und kaum jemand darauf spezialisiert ist. Sie hat dann ihre ganze Kommunikation auf Digitalagentur für Flughäfen, und ich rede jetzt nicht vom Fraport in Frankfurt, es gibt sehr viele kleinere auch. Und der Punkt ist, das hat vorher noch niemand gemacht. Wenn Sie Flughafenbetreiber sind und Sie sind auf der Suche nach einer Marketingagentur und Sie sehen, da macht jemand genau das, aha, der kennt sich aus in meinem Bereich, der weiß, was ich brauche, kann das ein Riesenvorteil sein. Wenn es ums Personal Branding geht, wie gesagt, 2 bis 3 Bereiche funktionieren sehr gut. Bei mehreren wird es dann schon schwierig, die Konsistenz zu behalten. Eine einzige Sache funktioniert natürlich auch, aber was mir aufgefallen ist bei vielen Top-Managern in Deutschland, bei denen die LinkedIn intensiver nutzen,
Da machen das einige sehr smart. Sie kennen vielleicht den Hannes Ammetsreiter, der war früher CEO von A1 in Österreich, ist mittlerweile bei Vodafone. Und wie alle Telekommunikationsunternehmen, Vodafone tut sehr viele unterschiedliche Dinge. Das ist ein sehr breites Spektrum. Und als Vorstand des Unternehmens wäre jetzt natürlich ein Ansatz, so ähnlich wie man es in der Pressearbeit macht, halt die Highlights zu posten. Und das macht Hannes Ammetsreiter nicht, sondern er hat drei Themenbereiche sozusagen daraus gesucht. Das ist zum einen 5G im humanitären Kontext, also was verbessert schnelles Internet in Katastrophenfällen, Frauen in Technologieberufen und Inklusion in Unternehmen. Und wenn er etwas postet, dann hat es immer mit einem dieser drei Themen und mit Vodafone zu tun. Er postet eigentlich so gut wie keine reinen technischen Postings. Da gibt es andere Personen im Unternehmen, da gibt es einen Technikvorstand oder Technikexperten, der diesen Teil übernimmt. Ich würde auch so weit gehen zu sagen, von der Positionierung her, das bedeutet ja auch nicht, wenn man sich auf LinkedIn mit ein oder zwei Themen positioniert, dass man tatsächlich nur das anbietet. Aber je schärfer die Positionierung ist, desto einfacher fällt es einem auch selber, die passenden Inhalte zu finden und das Ganze konsistent zu halten. Aber wie gesagt, die kurze Antwort wäre 2 bis 3. Ja, damit zurück zum Profiltext. Für die vorher erwähnte Suche berücksichtigt LinkedIn zum einen den Profilslogan, der fungiert sozusagen als Überschrift, und zum anderen das, was in diesem Profiltext drinsteht. Daraus ergeben sich zwei Dinge. Mir fällt auf, dass viele Nutzer, der Profiltext muss, das ist ein optionales Element, den muss man nicht anlegen. Viele Nutzer machen das nicht, weil es eine der schwierigeren Übungen ist, finde ich auch, einen Text über sich selber zu schreiben. Setzen Sie sich hin, schreiben Sie was, geben Sie es jemandem, der wenig mit Ihrem Job zu tun hat, und dann jemanden, der sich auskennt, holen Sie sich Feedback. Aber machen Sie sich die Mühe und nutzen Sie den Platz hier raus, in diesen, ich glaube, 2600 oder 300 Zeichen. Die Keywords, die hier drin vorkommen, werden auch bei der Suche berücksichtigt. Und dann, hier wie gesagt, in diesem Element, hier können Sie eine Art Portfolio hochladen. Ist natürlich interessant, wenn man Fotograf oder Grafiker ist, bieten sich eigene Arbeiten an, wenn man im Forschungsbereich arbeiten möchte und selber irgendwelche Papers veröffentlicht hat, was auch immer, das hängt wiederum ganz von der Zielgruppe ab. Und erst dann hier drunter beginnt dieser klassische tabellarische Lebenslauf. Interessanterweise legen die meisten LinkedIn-Nutzer den Hauptwert darauf, diesen Lebenslauf sehr, sehr penibel auszufüllen. Das mag in manchen Bewerbungskontexten auch sinnvoll sein, aber Sie müssen sich darüber im Klaren sein, die ersten Infos, die jemand mitkriegt, sind die hier und der Infotext. Es ist viel, viel wichtiger als der Lebenslauf. Bevor jemand Ihren Lebenslauf mit der Lupe analysiert, wird er sich die anderen Dinge anschauen. Wie gesagt, im Bewerbungskontext. Für mich ist der Lebenslauf sowieso von sehr geringer Relevanz. Wird niemanden interessieren, ein Kunde, der mich beauftragt, den wird die Frage interessieren, bringt mir der Workshop etwas, lernen meine Mitarbeiter da was, bei welchen Unternehmen ich in welchem Jahr vorher gearbeitet habe. Das, das wird allen ziemlich egal sein. Nach dem gleichen Muster funktioniert hier die Ausbildung, da ist es üblich, zumindest die höchste aktuelle oder abgeschlossene Ausbildung anzugeben. Und dann gibt es hier drunter noch ein paar Felder für Kurse, Bescheinigungen, Ehrenämter und dann hier noch den Bereich Kenntnisse und Fähigkeiten. Was Sie machen sollten, wenn Sie Ihr LinkedIn-Profil anlegen als Minimalprogramm: ein gutes Profilfoto, überlegen, welchen Slogan Sie verwenden, ob Sie da eine kurze Liste von Keywords oder einen ganzen Satz, in dem die Keywords vorkommen, bevorzugen, das ist Geschmackssache. Infotext, habe ich Ihnen bereits gesagt, super, super wichtig. Ich würde Ihnen auch in jedem Fall empfehlen, ein Titelbild hochzuladen. Das ist keine Hexerei. Auf Plattformen wie Pixabay finden Sie recht hochqualitative Bilder in großer Auswahl. Was kommt da in Frage? Wie gesagt, es geht immer darum, mit diesem Gesamteindruck, mit diesem Profil, unser Image, unseren Personal Brand zu unterstützen. Das heißt, bei dem Headerbild, da geht es nicht in erster Linie darum, dass es einfach nur möglichst hübsch ausschaut oder ein spektakuläres Bild ist, sondern es sollte demonstrieren, was Sie machen. Ich bin mal auf das Profil eines Managers einer Vorarlberger Käserei gestoßen. Der hatte ein fantastisch, ganz, Sie sehen ja, das Bild ist sehr breitformatig, ich glaube 1:4. Der hatte ein Bild von sich im Käsekeller, wo die ganzen Laibe liegen, schön nach hinten.
sollte eben zum Job passen. Also wie gesagt, hier die Bildsprache, der Text ist super wichtig. Lebenslauf so detailliert, wie Sie möchten oder eben auch nicht möchten. Und dann gibt es hier noch diesen Bereich Kenntnisse und Fähigkeiten. Den sollten Sie auch auf jeden Fall befüllen. Es gibt hier die Möglichkeit, maximal 50 solcher Kenntnisse und Fähigkeiten einzutragen. Das bedeutet, das sind eigentlich so diese klassischen Skills auch auf Lebensläufen. Hat zwei Bedeutungen. Zum einen, wenn ein Unternehmen einen Job ausschreibt auf LinkedIn, dann kann der Recruiter ein bevorzugtes Skillprofil angeben und der sollte sich auskennen mit der, keine Ahnung, Excel, Buchhaltung und so weiter. Und je höher die Übereinstimmung mit Ihrem Profil ist, desto geeigneterer Kandidat scheinen Sie auf. Das ist die eine Sache für Bewerbungen. Und die zweite Sache, diese Skills, die Sie hier eintragen, die werden auch bei den Keywords berücksichtigt, wenn jemand sucht. Wie Sie hier unten sehen, gibt es dann noch einen Bereich Empfehlungen. Das entspricht den klassischen Empfehlungsschreiben, wie man sie aus dem Geschäftsleben kennt. Und das kann man natürlich, da muss man andere Kontakte darum bitten, dass sie eine Empfehlung für einen selber schreiben. Empfehlungen sind ebenfalls ein optionales Profilelement, spielen dann eine Rolle, wenn es zwei, sagen wir, gleich vollständige, gleich starke Profile gibt. Das eine hat Empfehlungen, das andere nicht. Dann wird LinkedIn in der Suche, auch beim Recruiting, das Profil mit den Empfehlungen bevorzugen. Diese Empfehlungen passieren in der Regel nicht von allein, wenn Sie auf dem Profil eines Nutzers sind. Dann haben Sie hier über den Mehr-Button die Möglichkeit, diesen Nutzer eben um eine Empfehlung zu bitten. Ich sage mal, wenn man sich an der Uni befindet, vielleicht auch mit der einen oder anderen Kollegin oder Kollegen gemeinsam eine Gruppenarbeit macht, dann sollte es keine besonders schwierige Übung sein, zwei oder drei Empfehlungen fürs eigene Profil zu akquirieren. Das nur so als kleiner Tipp. Was Sie ansonsten hier noch an Infofeldern finden, eben diese Ehrenämter, die Sie eintragen können, Qualifikationen, alles Mögliche, das spielt für die Vollständigkeit des Profils keine Rolle. Die wichtigsten Elemente sind die, die ich Ihnen gezeigt habe. Bevor Sie Hand an Ihr LinkedIn-Profil legen, ist die zentrale Frage, sich wirklich zu überlegen, was möchte ich damit erreichen? Möchte ich LinkedIn nutzen, um einen Job zu finden? Denke ich sowieso eher in Richtung Selbstständigkeit? Möchte ich mich in einem bestimmten Bereich positionieren? Das ist die Grundlage, die in weiterer Folge definiert, wie Sie Ihr Profil gestalten, welche Kontakte Sie hinzufügen und welche Inhalte Sie posten. Man muss das Ganze natürlich auch immer in Relation, meiner Ansicht nach, sehen zu anderen Möglichkeiten, wenn digitales Reputation Management oder überhaupt digitales Marketing für Sie ein Thema sind, haben wir heute sehr, sehr viele Kanäle zur Verfügung. Wir haben uns in den letzten Einheiten über bezahlte Werbung, über Advertising und so weiter unterhalten. LinkedIn ist ein Weg und das macht es für mich persönlich auch sehr, sehr attraktiv, wo Sie mit Fachkenntnis sich sehr leicht für die richtigen Personen sichtbar machen können. Sie bekommen dort organische Reichweite, also nicht bezahlte Reichweite. Der Aufwand, den Sie reinstecken müssen, ist, ja, wenn Sie so wollen, Zeitressourcen. Meiner Erfahrung nach, wenn man sich im Studium befindet oder gegen Ende des Studiums, schaut es oft mit den finanziellen Ressourcen nicht ganz so rosig aus, dafür mit den zeitlichen sehr gut. Und deswegen denke ich auch, dass das ein hervorragender Zeitpunkt ist für Sie, um LinkedIn zu nutzen. Also abschließend, wie gesagt, die Folien kriegen Sie. Professionelles Foto, guter Slogan mit den richtigen Keywords. Zusammenfassung, Job History, ob die lückenlos ist oder nicht, ist mehr oder weniger Geschmacksfrage. Gut zusammengestellte Skills und idealerweise auch noch Empfehlungen von anderen Kollegen. Abschließend noch eine kurze Anmerkung zu den Privacy-Einstellungen. Die sind relativ selbsterklärend, wenn Sie sich in Ihrem LinkedIn-Account die Privacy-Einstellungen anschauen, dann haben Sie dort sehr häufig die Möglichkeit, sich auszuwählen, ob nur Sie selber, Ihre Kontakte oder alle LinkedIn-Nutzer bestimmte Informationen sehen dürfen. Wie einleitend gesagt, eine der stärksten Vorteile von LinkedIn ist, dass Sie damit eine öffentliche Business-Visitenkarte bekommen. Und deswegen würde ich Ihnen empfehlen,
Es gibt, mag vielleicht im Headhunting oder in sehr spezifischen Bereichen Gründe geben, die Sichtbarkeit einzuschränken. Ich würde Ihnen aber generell empfehlen, Ihren LinkedIn-Account so sichtbar wie möglich zu stellen und ihn nicht als eine Art, sage ich mal, Social-Media-Profil wie Facebook zu sehen, wo ich vielleicht bestimmte Inhalte nur für Freunde poste, sondern ihn wirklich als das Äquivalent zu einer öffentlichen Homepage zu sehen. Und das möchte ich Ihnen gerne noch kurz demonstrieren. Das ist nämlich eine der wichtigsten Einstellungen. Wenn Sie eingeloggt sind und Sie klicken hier im Hauptmenü auf Sie unter Einstellungen und Datenschutz, dann kommen Sie eben zu Ihren Datenschutzeinstellungen. Die Einstellungen, die ich primär meine, finden Sie hier unter Sichtbarkeit. Wie gesagt, das ist alles recht selbsterklärend. Besonders wichtig hier ist dieser dritte Punkt, Ihr öffentliches Profil bearbeiten. Wenn Sie hier draufklicken, dann kommen Sie zu einer Voransicht, die Ihnen zeigt, wie Ihr Profil in Google aussehen wird. Und Sie haben hier diesen, der war früher blau, jetzt ist er grün, diesen Schalter, öffentliche Sichtbarkeit Ihres Profils. Wenn Sie den auf Ausstellen, dann wird Ihr Profil in Google nicht angezeigt. Das funktioniert nicht in Echtzeit, das dauert bis zu 72 Stunden, bis das aktualisiert ist. Wenn Sie es hier einstellen, wird es angezeigt und Sie sehen hier in der Voransicht, welche Elemente öffentlich sind. Sie können das sehr detailliert festlegen, hier von Hintergrundbild bis Profilslogan und so weiter. Ich empfehle Ihnen unbedingt, diese Seite in Google komplett öffentlich anzuzeigen und wie gesagt, als wirklich öffentliche Visitenkarte zu betrachten. Ich schreibe seit 2006 einen Blog und habe eine Unternehmensseite, deswegen taucht natürlich hier meine Unternehmensseite und mein Blog vorne auf, aber an dritter Stelle kommt dann auch schon LinkedIn. Früher war die Uni-Seite noch vor, jetzt ist LinkedIn sogar vor der Uni-Seite. Wenn Sie, wie gesagt, keine eigene Homepage betreiben, dann wird in der Regel Ihr LinkedIn-Profil hier auf Stelle 1 stehen, wenn Sie eben diese Einstellung entsprechend treffen, so wie hier bei Thomas. Und das ist dann natürlich ein sehr naheliegender Klick. Ich informiere mich über eine Person. Ich sehe da sofort um einen Blick, worum es dabei geht. Hab den Infotext und das ist wie gesagt ein Weg, wenn Sie so wollen, auf LinkedIn. Dazu muss jemand die Plattform nicht einmal benutzen. Ja, eine der effizientesten Möglichkeiten, sich selber, ich sage mal, ja, mehr Sichtbarkeit und mehr Vorteile auch bei der Jobsuche oder generell bei der Positionierung zu verschaffen. Sie wissen, erinnern Sie sich auch nochmal an Storytelling, Vertrauen, Expertise, Kompetenz in die richtigen Stories verpackt, macht das Berufsleben wesentlich angenehmer und LinkedIn ist eine Plattform, über die man das wunderbar abbilden kann. Danke, Dankeschön, Maya Eveling, für die Emojis. Da gibt es diesen Beitrag. Ich habe aber vor kurzem bin ich selber erst drauf gekommen, das muss ich Ihnen zeigen. Es gibt unter Windows gibt es die Möglichkeit, die Windows-Taste gedrückt zu halten und dann dazu den Punkt, also Satzende-Punkt, dann blendet. Moment, ich zeige Ihnen das nochmal kurz am Screen. Das funktioniert in jedem Windows-Eingabefeld, dann blendet Windows hier so ein Emoji-Feld ein. Das ist auch durchsuchbar, können Sie so einfügen. Unter Mac gibt es auch eine Tastenkombination. Falls die jemand kennt, bitte posten. Not a Mac-User. Ja, so viel zu einer Kurzeinführung in LinkedIn. Ich würde mich wirklich freuen, wenn ich Sie motivieren konnte, auch die Plattform zu nutzen, weil ich denke, es ist einer der besten Wege, um Ihre Karriere zu unterstützen. Mehr zum Thema Karriere und Social Media und Storytelling dann nächste Woche von Thomas Geiswinkler. Danke fürs Dabeisein. Wir sehen uns nächsten Donnerstag um 9.45 Uhr mit dem Gastvortrag.